Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Die Verheißung heute haben wir aus Jakobus, Kapitel 1, Vers 25. Und da heißt es, wer aber sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seinem Tun. Also, hier sagt uns das Wort, ein Vers, eine Verheißung. Wer sich in sein Wort hinein vertieft und dann aber nicht nur das hört oder liest oder wie auch immer, sondern das auch tut, der wird selig sein. Wir sollen nicht nur Hörer sein, sondern wir sollen Täter sein. Wir sollen nicht nur lesen, sondern wir sollen es tun. Und das ist in dieser Verheißung, denn darin liegt eine Verheißung. Ich wünsche, dass du beginnst zu wirken, einfach tust, was dir aufgetragen wurde von Gott. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.